Wir wollten eigentlich begleitend Frauen aus der Nachkriegszeit darstellen, die hier in der Region politisch aktiv waren. Da gab es aber damals leider noch weniger als heute, auch immer noch wenig aktiv sind. Und so sind wir dazu gekommen, aktuelle Frauen aus dem politischen Leben mit der OV zu dokumentieren. Und 10 Frauen sind ausgewählt worden und berichten in dieser Serie über ihren Werdegang, also wie sind sie auf die Idee gekommen, sich in der Politik zu engagieren und in welcher Form engagieren sie sich? Ich bin Manuela Unkamp, Bürgermeisterin hier in der Gemeinde Steinfeld, seit 2006 genau genommen. Also ich fand das toll, ich finde die Idee ganz klasse, da etwas zu machen, einen Beitrag zu machen. Frauen in der Politik ist nach wie vor ein wichtiges Thema, auch wenn ich das für mich nicht immer so jetzt unter der Geschlechterrolle als besonders wichtig empfinde. Aber es können ja durchaus noch mehr Frauen in der Politik mitmachen. Ist eine schöne Sache, habe ich gerne gleich zugesagt. Ja, wir finden es einfach interessant, Frauen vorzustellen, die politisch aktiv sind, weil sie auch Vorbilder sein können. Die Serie ist ja seit der Woche nach der Bundestagswahl aktiv in der OV. Die Serie endet Anfang Dezember. Zu dem Zeitpunkt wird dann die Ausstellungseröffnung im Rathaus sein, Montag am 4. Dezember. Mit einem Special Guest, sehr interessant, wer Lust hat, dabei zu sein. Diana Kinnert wird als Special Guest erzählen, wie man als junge Frau in der Politik Spaß und Freude haben kann. Wir möchten gerne deutlich machen, dass Politik einfach interessant ist. Und Spaß macht. Und Spaß macht.